Hallo, ich bin's, euer Otto. Was ist eigentlich eure Lieblingsjahreszeit? Frühling? Sommer? Klar, da ist es schön warm draußen. Viele mögen auch den Winter, weil man Schneemänner bauen und Schlitten fahren kann. Nur den Herbst finden viele nicht so toll. Aber ich kann das gar nicht verstehen. Ich mag den Herbst total. Da kann man viele spannende Sachen unternehmen. Neulich hatte ich meine Cousine Kiki zu Besuch und die ist ein richtiges Energiebündel, wie meine Mutter sagt. Es ist gar nicht so einfach, Kiki die ganze Zeit zu beschäftigen. Benjamin half mir dabei, da war ich echt froh. Als Kiki und ich Benjamin an einem windigen Oktobertag im Elefantenhaus besuchten, hatte er eine gute Idee. Wie wär's, wenn wir Drachen steigen lassen? Bei dem Wind fliegen die schön hoch. Au ja! Habt ihr denn überhaupt Drachen? Na klar, Kiki. Guck, da oben auf dem Schrank. Ich hab auch einen, aber bei mir zu Hause. Tja, hättest du mal ein bisschen mitgedacht. Blödi. Blödine. Hehe, kein Streit. Wir basteln einfach noch einen Drachen für dich, Kiki. Zum Glück hat Benjamin Bastelsachen im Elefantenhaus. Und so entstand in Windeseile ein Papierdrachen, während der Wind viele bunte Laubblätter am Fenster vorbeiwirbeln ließ. Da fiel Kiki etwas ein. Sie wollte ein paar bunte Blätter an den Drachen hängen. Eine gute Idee. Aber das sagte ich Kiki lieber nicht. Nicht, dass sie sich noch was darauf einbildete. Wir gingen also nach draußen und sammelten ein paar hübsche bunte Blätter. Die hingen wir dann an den Schwanz von Kikis Drachen. Ui, das wird der schönste Drachen der Welt. So schön bunt. Sag mal, wisst ihr eigentlich, warum die Blätter im Herbst bunt werden und abfallen? Ja klar, wir sind ja nicht doof. Na dann erklär's doch mal. Das ist, weil... Naja, weil... Ha, du weißt es nämlich doch nicht. Also, im Frühling und Sommer sind die Blätter grün, weil die Pflanzen sich mit dem Blattgrün und dem Sonnenlicht ihr Essen machen. Aus irgendwas in der Luft, die wir ausatmen... Kohlendioxid! Das wusste ich. Na klar, und ich bin die Kaiserin von China. Das wusste ich, echt? Hast du aber nicht gesagt. Ich bin noch nicht fertig. Also, im Herbst und Winter scheint die Sonne ja nicht mehr so viel und die Bäume gehen schlafen und brauchen keine Blätter mehr. 100 Punkte, Benjamin. Du bist echt schlau. Hoho, danke. Ich weiß nur nicht genau, warum die Blätter bunt werden. Ganz einfach. Im Herbst bauen die Pflanzen den grünen Farbstoff aus den Blättern ab. Sie leiten dann auch kein Wasser mehr in die Blätter. Darum vertrocknen die Blätter, bis sie abfallen. Hast du ein Lexikon verschluckt? Nein, gelesen. Du weißt doch, was Lesen ist? Das ist nicht lustig. Doch ist es. Also wirklich? Müsst ihr immer zu streiten? Ja. Aber bitte nicht, wenn ich dabei bin. Ich finde das nicht schön. Eine Stunde Streitpause. Sonst spiele ich nicht mehr mit euch. Okay, okay. Na gut. Also, wie ist das jetzt, Kiki? Was? Du hast uns erklärt, warum die Blätter ihr Grün verlieren und vertrocknen, aber nicht, warum sie bunt werden. Stimmt. Warum werden die Blätter nicht einfach durchsichtig? Ach so. Na, die bunte Farbe war schon vorher da, aber das Grün hat sie überdeckt. Wenn das Blattgrün abgebaut ist, leuchten die Blätter in verschiedenen Farben. Bis der Wind sie wegweht. Hoho, da sagst du was. Lasst uns jetzt schnell mal rausgehen, bevor der Wind nachlässt. Damit hatte Benjamin recht. Und so zogen wir los. Auf dem Weg in den Park pfiff uns der Wind kräftig um die Ohren.